Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Valiant Hearts The Great War bzw. Valiant Hearts The Collection, bestehend aus den beiden Spielen. Wir spielen weiter mit Emil und Freddy bzw. mit Emil und wir wollen jetzt zu Hans, weil Anna uns gerufen hat und der Hund hat uns Bescheid gegeben. Also auf geht's! Dann eilen wir schnell zu Hans, der braucht unsere Hilfe. Oh Gott, hier bricht alles zusammen, hier stürzt alles ein, was ist hier los? Oh nein, jetzt wurden wir getrennt. Jetzt wurden Freddy und Emil getrennt voneinander. Oh, er ist da hinten. Alles gut, Hund. Komm. Freddy sehen wir doch. Er läuft neben uns her. Ach so. So, du musst da einmal ganz kurz durch. Ach so. Ha! Jetzt haben wir es geschafft. So, jetzt hauen wir das mal kaputt. Dann kann der Hund wieder zu uns kommen. Wir spielen jetzt quasi mit beiden gerade. Zack. So, das haben wir. Dann haben wir hier ein bisschen Dynamit dabei. Den haben wir jetzt erstmal umgehauen mit unserer Kelle. Moment, kann ich hier das Dynamit hinschmeißen? Hm, das ist ja blöd. Ah, wir sollen ihn bestimmt wieder zurückschicken, ne? Jetzt hat er ja hier ein Dynamit. Prima. So. Oh, das ist natürlich Blödsinn. Da hat der Jin ja Blödsinn gemacht. Ah, Hund, dann geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück, mein Lieber, und wir holen dir nochmal was Neues an Dynamit. So, komm her. Nimm das nochmal mit. So. Geh da mal wieder hin. Jetzt müssen wir nur ordentlich werfen können. Ah. Oh, schnell weg, Hundi. Das hat schon mal geklappt. Da hat's Boom gemacht. Das Dynamit nehmen wir nochmal mit hier. Ah, gucke mal. Nee, das behältst du, genau. So ist prima. So, dann kommst du wieder mit und den Stab, den bringst du jetzt Emil, okay? So, geh da mal schnell rein. Emil bedankt sich beim Hund. Der Hund hilft uns ja ungemein hier. So, und dann können wir jetzt hier den Stab hier reinpacken. Und damit ist Emil durch. Ah, und jetzt kann er uns den Weg freischalten. Sehr schön. Oder freischneiden. Nicht freischalten. So, weiter geht's. Wir sind wieder vereint. Schnell zu Hans. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was wir machen sollen. Ja, das ist natürlich Blödsinn hier, ne? Aber wenn ich den da drauf schmeiße. Das bleibt da gar nicht drauf liegen, ach so.
Nein! Wir sind zu langsam, Leute. Wir sind einfach zu langsam. Sorry, ich durfte noch einmal husten. Bin immer noch ein bisschen erkältet. Das ist eine sehr, sehr nervige Zeit. Oder soll ich das Ding explodieren, zum Explodieren bringen? Das kann natürlich auch sein. Bring hier nochmal was her. Nochmal gucken. Das hat geholfen, jawohl. Das sollten wir machen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann laufen wir mal weiter. Da ist er, Hans. Mit Anna. Der Sieg besaß für Anna einen bitteren Beigeschmack. Der schwer verletzte Karl wurde in ein Gefangenenlager gebracht. Ihr Vater befand sich in der Gewalt des Barons von Dorf. Und Emil war wegen Fahnenflucht angeklagt worden. Doch angesichts seiner Tapferkeit in Reims wurde Emil glücklicherweise begnadigt. Doch nur, um an die Front zurückzukehren. Februar 1916. Der Winter war über die Front hereingebrochen. Nach ihrer Rückkehr in die Armee wurden Emil und Freddy in der Nähe von Verdun stationiert, wo sie wie so viele andere unter der bitteren Kälte litten. An diesem Morgen erweckte die Ankunft der Post neue Hoffnung. Doch Maries Brief brachte keine guten Nachrichten. In Saint-Mihiel litt man unter Hunger, unter Krankheit. Und die Zahl der Toten stieg. Doch inmitten all der Trostlosigkeit gab es einen Hoffnungsschimmer. Ein Foto seines Enkels, Victor, der aufrecht auf beiden Beinen seine ersten Schritte tat. Bravo! Ui. Don't worry, Fred. Okay, es geht weiter. Verdun, 21. Februar 1916. Die Versorgung der Frontsoldaten. Millionen Menschen an der Front mit Nahrung zu versorgen, war ein gewaltiges logistisches Problem. Die ursprünglich vorgesehene Ration wurde ab 1915 vielfach auf die sogenannten eiserne Rationen beschränkt, die aus kleinen Mengen Zwieback, Dosenfleisch und Gemüse, Speck und Kaffee bestand. Gegen Ende des Krieges wurde das Fleisch teilweise gänzlich gestrichen und das Brot mit Holzspänen gestreckt. Häufig erreichten die Nahrungsmittel die Soldaten an vorderster Front gar nicht, sodass die Männer in den Schützengräben oft mehrere Tage ohne Essen und Trinken auskommen. Mosten. Das zweite Kriegsjahr. Seit mehr als anderthalb Jahren war die Front erstarrt und es hatte keinen nennenswerten Geländegewinne mehr gegeben. Auf beiden Seiten waren wiederholt Versuche unternommen worden, die gegnerische Position zu durchbrechen, doch vergeblich. Das Jahr 1915 sollte für die Frontsoldaten das mörderischste werden, als die Konfliktparteien versuchten, sich gegenseitig ausbluten zu lassen. Gegen Ende des Jahres 1915 kam es zu ersten Engpässen beim Nachschub von Truppen, Nahrungsmitteln und Munition. Der Stacheldraht. Erfunden wurde der Stacheldraht im Jahr 1874 zur Abgrenzung von Weideland. Schon bald wurde er auch in bewaffneten Konflikten benutzt, doch den Durchbruch erfuhr er während des Grabenkriegs. Millionen Tonnen wurden im Niemandsland zwischen den gegnerischen Schützengräben ausgerollt. Auf beiden Seiten suchte man aber zugleich nach Gegenmaßnahmen in Form von Drahtscheren und Wurfhaken, wobei sich Artilleriebeschuss als das wirkungsvollste Mittel erweisen sollte. Die Bilder von im Stacheldraht hängenden Soldatenleichen sollten sich als Sinnbild für die Grausamkeit dieses Krieges auf immer ins Gedächtnis einbrennen. Die Schlacht um Verdun.
Im Morgengrauen des 21. Februar 1916 begann ein groß angelegter deutscher Angriff auf die Festungen rund um Verdun, mit dem Ziel, den Franzosen so hohe Verluste beizubringen, dass sie in Folge zur Kapitulation gezwungen wären. Die Schlacht sollte 300 Tage wüten und 600 Menschenleben auf einer Fläche von nur 160 Quadratkilometern fordern. Mit 37 Toten pro 100 Quadratmeter ist das die höchste Verlustrate des gesamten Kriegs. Schlimm, ey. Kriegsauszeichnung. Medaillen, Orden und Ehrenabzeichen sind ein Mittel der Armee und des Staates, Soldaten für ihre Tapferkeit und Leistung auszuzeichnen. Die meisten Auszeichnungen des Deutschen Kaiserreichs gingen auf preußische Orden zurück. Der wohl bekannteste ist das Eiserne Kreuz, das während der Befreiungskriege gegen Napoleon gestiftet wurde. Das Eiserne Kreuz gab es ursprünglich in drei Klassen. War es zunächst sehr prestigeträchtig und wurde nur selten verliehen, so steigerte sich die Zahl seiner Träger ab dem Ersten Weltkrieg merklich. So, wir können nochmal in die Tagebücher gucken. Da haben wir ja noch was. 15. Juni 1915. Ich werde Anna nie genug dafür danken können, dass sie Karl nach dem Absturz des Zeppelins gerettet hat. Das Wissen, dass er nicht mehr an der Front, sondern ein Kriegsgefangener ist, hat mich beruhigt. Ich bin so erleichtert, dass er in Sicherheit ist. Ich hoffe, Marie kommt in Saint-Mihiel trotz der Besetzung durch die Deutschen zurecht. Ich bin ein echter Glückspilz. Ich bin ein echter Glückspilz. Hier gibt es diese riesige Kathedrale, die mich an dich denken lässt. Sie haben mich zur Armee zurückgeschickt. Das wird mir meine Suche nicht erleichtern. Ich hatte solche Angst, als ich heute den Absturz des Zeppelins mit ansehen musste. Zum Glück war Vater nicht an Bord, weil ihn der Baron bereits in einem Flugzeug weggebracht hatte. Es ist mir gelungen, Emils Schwiegersohn zu retten, bevor sie ihn in ein Kriegsgefangenenlager geschickt haben. Seine Beine waren in einem kritischen Zustand. Ich begleite ihn, um dafür zu sorgen, dass er die richtige Pflege bekommt. 21. Juni 1915. Je größer er wird, desto mehr erinnert mich Viktor an Karl. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an ihn denke. Die Deutschen requirieren unsere Ernte. In Deutschland muss Nahrungsmangel herrschen. Es ist mir gelungen, etwas für den nächsten Winter auf die Seite zu schaffen. Ich kann das Ende dieses albernen Krieges kaum erwarten. Tja, albern ist er wirklich. Ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. Ich bin sofort wieder für euch da. Bis gleich. Da sind wir wieder. So, weiter geht's. Also. Wir sind jetzt hier. Wir laufen erstmal ganz kurz in die andere Richtung. Und gucken uns jetzt erstmal hier alles an. Wir haben hier auf jeden Fall einen Spaten. Hier glänzt was. Ein Topf. Ne, eine Tabakdose. Tabakdose aus einem Munitionsgehäuse. Leere Munition wurde oft einer neuen Verwendung zugeführt. Einige explodierte Metallteile waren schon von ästhetischem Wert. Falls nicht, legten die Soldaten selbst Hand an, um nützliche Dinge daraus zu gewinnen. Tabak war wertvoll, daher war den Soldaten daran gelegen, ihn trocken zu halten. Viele Berichte aus den Gräben zeigen, wie wichtig die Weihnachtszigarre für die Soldaten war. Das war ein besonderes Geschenk für die Truppe. Guten Tag. Er braucht eine Socke. Okay, hier können wir was in den Ofen machen, aber da können wir bisher noch nichts machen. Da oben ist auch was. Da sehen wir gerade was glänzend. Oh, ein Kartenspiel. Kartenspiel. Die Tage in den Gräben zogen sich hin. Und um die Langeweile zu besiegen, spielten die Soldaten Karten. Lasen, schrieben und formten Gegenstände aus den Materialien, die ihnen in die Hände fielen. Die Deutschen spielten am liebsten Skat, die Franzosen im Manil und die Briten und Amerikaner Break oder Ponton. Oder Pontoon? Ah, hier ist eine Socke. Guck mal. Eine Socke haben wir schon. Die ist aber ganz schön bleh. Die sollte man wahrscheinlich eher nochmal verwaschen, oder? Die sollte man doch eher waschen, oder? Ja, er will eine saubere Socke haben. Ja, kann ich verstehen. Wie kriegen wir die denn gewaschen? Wahrscheinlich kochen wir die, ne? Das ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Wahrscheinlich brauchen wir einen Topf. Ach, hier Marie. Er braucht eine Feder und ein Tintenfass. Ähm.
Ich überlege noch mal ganz kurz, haben wir denn da auf der linken Seite irgendwo noch einen Raum, wo wir nicht lang gegangen sind? Nee, ne? Da ist nichts. Da kommt man wahrscheinlich auch nicht wirklich durch, ne? Was hat er da? Da ist der was? Ah! Jetzt haben wir die da reingeschmissen. Habt ihr das gesehen? Der hat die da jetzt wieder rausgeholt. Ich tippe, wahrscheinlich brauchen wir jetzt nur noch trocknen, oder? Ja. Schaut mal, jetzt ist sie schön neu gewaschen und trocken. Hallo. Oh, ho, ho. So, das erste Teil, um den Brief zu schreiben. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Feder. Eine Feder. Okay, wir dürfen hier nicht hin. Komm ich hier durch? Nee. Da komme ich leider nicht durch. Wir brauchen irgendwas zum Abschmeißen, oder? Ach, guck mal, er kann Brot klauen. Geil. Sehr schön, jetzt haben wir ja hier was. Ah, okay, wenn wir weggehen, fliegt sie dorthin, ja. Ah, eine Feder. Wir haben eine. Sehr schön, wir können uns einen Brief schreiben. Meine geliebte Tochter. Ich habe Neuigkeiten von Karl. Er scheint außer Lebensgefahr zu sein. Er ist noch im Lager bei Reims. Ich hoffe, ich erhalte die Erlaubnis, ihn zu besuchen. Vielen Dank für das Foto. Es bedeutet mir so viel. Oh nein, er konnte es nicht mehr abschicken, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Freddy! Lauf! Oh Gott, Freddy. Was haben wir hier? Ein Helm. Ein Grill. Ein durchlöcherter Helm. Konnte mit Kohle und Holz gefüllt und als Grill oder Heizung verwendet werden. Obwohl die Helme aus Metall gefertigt waren, boten sie nur geringen Schutz vor feindlichen Kugeln. Oh Gott. Oh Gott. Nein, was? Hä? Was haben wir denn gerade abgekriegt? Oh nein, haben wir tatsächlich, haben wir Erde abbekommen? Schnell, lauf, 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 raus da. Raus da, oh Gott. Oh Gott, der Schlamm. Schnell durch den Schlamm, oh nein. Oh mein Gott, die Armen, ey. Oh, so viele Tote. Das ist so schlimm, Leute. Oh Gott, 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 oh Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Hier wollen wir natürlich nicht sein. Oh Gott, Freddy. Dreh, 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 dreh. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Nein! Nein! Freddy. So, drehen.
Schnell weiter. Oh Gott. Gott, da wäre ich fast wieder reingelaufen. Oh Gott, Mann, ey. Wartet mal, ich will hier nochmal ganz kurz zurücklaufen. Ich wusste es. Es war richtig, zurückzugehen. Offizierspfeife. Die Offiziere erhielten Pfeifen, um den Soldaten zu signalisieren, wann sie angreifen sollten. Der Klang der Pfeife wurde zum Symbol für die Reise ins Ungewisse, wenn die Soldaten aus den Gräben ins Niemandsland stürmten. Ey, das muss so krass gewesen sein, wenn die zum Angriff geblasen haben und du hast keine Ahnung, wo es lang geht. Hilfe. Aber das kann ich doch durchschneiden hier, oder nicht? Ach so, das nehme ich hier, um mich da drauf zu stellen, um es dann durchzuschneiden, ne? Ah, guck mal. So ist es. Ah ja, und jetzt sollen wir hier den Stock da reinwerfen. Dann nehmen wir wieder einen Stock mit. Wer weiß, wofür wir den noch gebrauchen können, Freunde. Oh Gott. Ah, was haben wir denn hier? Ein Brief eines tunesischen Soldaten. 21. Februar 1916. Lieber Vater, liebe Familie. Mir ist kalt. Das Land, das wir verteidigen, ist eisig und von Schnee bedeckt. Der Boden ist so fest gefroren, dass er härter als Stein ist. Wir können nicht graben. Die Kälte ist so stark, dass sogar meine Hände brennen. Ich hoffe, bei uns im Dorf steht alles zum Besten und du erhältst noch die Hälfte meines Soldes. Sage mir Bescheid, falls es nicht so ist. Liebe Grüße, Ahmed. Ach Mensch, ey. Wie viele da auch gekämpft haben, wie viele verschiedene Völker, das war mir so gar nicht bewusst, ey, auch schon im Ersten Weltkrieg. Unfassbar. So, jetzt wäre nur die Frage, das hier... Warte mal, da kann ich nicht hoch? Ich dachte, ich brauche das nur hochziehen. Ja, eigentlich brauche ich das auch nur hochziehen, oder nicht? So. Hier rüber kann ich nicht, ne? Nee. Hä? Vielleicht bin ich gerade auch ein bisschen blöd. Ah, gucket mal. Haha, ich bin ein bisschen blöd. Ich bin ein bisschen blöd. Da kommt jetzt natürlich noch das Rad dran. Und jetzt können wir es auch schieben, ne? Ja. Schaut mal, jetzt ziehen wir das hier hoch. Oh, oh, ist das anstrengend. Und jetzt, Feuer frei. Boom. Jawohl, Freddy, sehr gut. Freddy räumt hier einfach auch den Weg im Alleingang. So, dann haben wir das hier, die Granaten. Wir arbeiten uns langsam vor, Freunde. Reicht das schon? Jawohl. Das reicht schon. Freddy räumt hier wirklich richtig gut den Weg frei.
Okay, schnell nachladen. Schnell weg. Schnell weiter. Sind wir hier im Graben und dann geht's gleich weiter, wenn er wieder nachladen muss. So, wir sind durch. Oh. Ah, ich verstehe, weil wir müssen den befüllen. Guck mal, dann wird der schwierig, also schwerer und bricht dann vom Baum ab. Ich verstehe, ey, geil. Ey, das ist so cool. Das ist so cool. Noch ein bisschen Physik. Oh Gott. Oh Mann. Noch ein bisschen Physik hier mit reinbringen. Oh, er ist jetzt wieder da oben. Mensch, Jin, ey, was machst denn du? Hör doch auf jetzt. So, jetzt warten wir aber nochmal. Okay, da haben wir den Baum jetzt in unsere Deckung geworfen. Kommt er nämlich nicht mehr durch. Oh, wir werden wieder bombardiert, ey, schnell. Wir müssen nach oben, Alarm. Lass mich aber erstmal ganz kurz nach unten gucken. Seht ihr das hier? Ein bunter Wimpel. Auch wenn der Morsecode schon im Einsatz war, blieb die telefonische Kommunikation aufgrund technischer Probleme unzuverlässig. Also wurden steinalte Techniken genutzt, wie Trommeln, Hörner und bunte Wimpel. Am 11. November 1918 um 11 Uhr wurde das Ende des Krieges vom Klang einer Fanfare verkündet. Tja. So war das damals, ne? Aber ich meine, so beim Krieg, da ist klar, da geht die komplette Kommunikation ja flöten. Okay, da hat uns gerade der liebe Freddy ein Signal geschickt. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir da ein paar Bomben hinjagen. Aber das, meine lieben Freunde, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben hier an der Stelle. Vielen lieben Dank für euren Support. Ihr seid wirklich der absolute Wahnsinn. Ich finde es total toll, wie dieses Spiel bei euch ankommt. Es ist aber auch ein fantastisches Spiel. Also das sollte man natürlich dazu sagen. Es ist wirklich fantastisch, es ist wunderschön, es sieht wunderschön aus, es erzählt eine fantastische Geschichte. Und ja, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Valiant Hearts The Collection, beziehungsweise Valiant Hearts The Great War. Mit mir, dem Gin Tonics, und mit euch. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao!